Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und euch wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es gleich um zwei Erfolge. Und zwar finden wir die beide unter Erkunden, Dracheninseln. Und da haben wir die beiden 10.15 Erfolge, geprüfter Zeitreisender und Chronograd-Konnoisseur. Für den geprüften Zeitreisenden müssen wir einen Zeitriss abschließen. Und beim Chronograd-Konnoisseur müssen wir während den Zeitrissen alle gebrochenen Kausalitäten in einer Reihe verschiedener Realitäten besiegen. Und ja, die sind quasi beide im Endeffekt so ein bisschen im selben Topf, denn dafür müssen wir einen Zeitriss abschließen und hier müssen wir alle verschiedenen abschließen. Das sind 3, 6, 7 Stück und wie das funktioniert, will ich euch jetzt mal erklären. Als allererstes solltet ihr wissen, ab Patch 10.1.5 gibt es hier in Tal Drassus, und zwar hier auf den Koordinaten 51, 57, ein kleines Lager und da sind ein paar NPCs und jede Stunde zur vollen Stunde beginnt ein Ereignis. Ihr seht, das zählt hier auch runter. Bei mir ist es jetzt noch ein bisschen über eine Minute, dass es losgeht. Und ihr könnt euch schon vorstellen, ja, da sind ein paar Leute. Das funktioniert so, sobald quasi es Punkt ist, beziehungsweise eins nach, können wir hier so einen NPC anquatschen. Ja, jetzt ist der Name schwierig. Sorry, Dormi heißt die. Die kann man dann anquatschen und dann hat die noch einen weiteren Dialog und dann können wir quasi das Event starten. Wenn das Event gestartet ist, dann haben wir 8-9 Minuten Zeit und quasi es ist immer im gleichen Spot. Hier quasi um dieses Türholdreservoir spawnen dann Mobs bzw. Ereignisse. Die könnt ihr abschließen und oben einen Balken auffüllen. Umso höher den Balken auffüllt, umso mehr Belohnungskisten kriegt ihr. Der geht bis 7500. Bei 2500 gibt es eine grüne Kiste, bei 5000 gibt es quasi eine blaue und bei 7500 eine epische Kiste. Diese Kisten sind wie die Achievements vollkommen egal. Wichtig ist nur, am Ende von dem Event spawnt ein Portal. Wenn ihr in das Portal reingeht, kommt dann nach einer Minute oder so, also eine Minute habt ihr Zeit da reinzugehen und die braucht ihr auch, weil jetzt am Anfang leckt das übelst, einfach den Boss klopft ihr um und dann habt ihr den ersten Zeitriss abgeschlossen. Wenn ihr dann alle verschiedenen abschließen wollt, naja, das ist immer eine andere Realität von Azeroth, also es ist immer eine andere Art an Mob, man schlägt mal einen Murloc-Gul'dan oder man haut irgendeinen Mecha-Viech um oder irgendeinen von der Legion, einen von den Titanen, also das ist immer quasi ein anderer Boss. Und das funktioniert folgendermaßen, dass wir quasi eine kleine Reihe haben. Das läuft nämlich immer gleich ab. Ich kann euch mal zeigen, der Riak, einer quasi aus der Community, hat hier so ein kleines Sheet gebastelt, wann welches kommt. Und zwar hat das immer die gleiche Rotation. Hier Kriegslande, Azeroth mit den Punkten, Asmoloth, Uldolot, Azilait, Azwut, Azquort, irgendwie so. Und dann geht es wieder mit dem die Kriegslande los. Also das ist quasi immer eine Rotation. Wenn ihr 7 Stunden am Stück Zeit habt, könnt ihr das auf einmal durchziehen. Oder ihr schafft es halt irgendwann zwischendurch diese ganze Events mitzunehmen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Jetzt hat es gerade bei mir begonnen. Ihr seht, hier geht dieser Timer los. Und wenn wir jetzt mit der Tuse hier einmal quatschen, dann geht hier oben auch dieser Balken los. Und da seht ihr, den ersten Kasten gibt es quasi auf, dann die 2500 Punkte und so weiter. Und wie gesagt, das Portal, wenn dementsprechend die Zeit abgelaufen ist, spawnt es einfach hier in der Mitte, ne? Da geht das Portal, klickt da drauf, ihr müsst den Boss einmal antacken und ihr kriegt den Loot automatisch von dem Boss. Es ist nicht so, dass ihr looten müsst, also keine Sorge. Und alles, was ihr von den Bossen bekommen könnt, beziehungsweise was ihr dann an Ressourcen kriegt während des Events, könnt ihr quasi hier auch nochmal kaufen. Ne? Also alles, was bei den Bossen droppt, könnt ihr auch nochmal kaufen, wenn ihr Pech habt. Dementsprechend werde ich aber dazu auch nochmal ein extra Video machen, sobald ich mal ein paar mehr Sachen habe, dann kann ich euch die Mounts zum Beispiel auch mal zeigen. Gut, das war's zu den Achievements. Mehr ist es tatsächlich nicht. Heißt, ihr müsst ein paar Events hier spielen und dann solltet ihr beide relativ easy zusammenbekommen. Gut, dann verabschiede ich mich für den kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.